Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3. Wieder eine Gwent-Folge. Also zumindest spielen wir jetzt erstmal eine Runde Gwent gegen den Händler. Falls ihr Gwent total langweilig und doof findet, keine Sorge. Als nächstes gehen wir wieder raus questen. Aber wenn wir irgendwo in so ein größeres, in so eine größere Siedlung unter Anführungsstrichen kommen, gibt es da halt auch immer viele Gwent-Gegner. Mit dir Karten spielen. Gwent genauer gesagt. Und die werde ich dann natürlich auch immer gleich herausfordern, sonst vergesse ich die. So, wir haben einen neuen Spion. Das gefällt mir sehr gut. Den nehmen wir jetzt gleich mal mit. Und dafür kommt jetzt endgültig die Sabrina raus. Okay. Dann kann es losgehen. Mal schauen, was wir kriegen. Zwei blaue Streifen ist schon mal gut. Ein Spion, aber sonst jetzt nichts Tolles dabei. Aber das ist ja auch nur ein normaler Gegner. Na gut, aber die Frau vom Schmied vor ein paar Folgen war auch nur irgend so ein normaler Random-Gegner und hat mir ganz schön Probleme bereitet. Man weiß es nicht. Der spielt auch die Kaiserlichen. Okay, dann schmeiße ich mal diese Standardkämpfer hier raus. Ach, na toll. Tausche ich einen 5er-Zwerg gegen einen 4er-Zwerg. Und jetzt haben wir dafür strömender Regen bekommen. Na, bin ich nicht begeistert. Ich gebe ihm erstmal 5 Stärke und hole mir 2 neue Karten dafür. Ah ja, immerhin ein gutes Belagerungsgerät und Nebel. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich schaue immer vorsichtshalber, weil ich bringe das oft durcheinander. Gegen Fernkämpfer, gegen Belagerungsgeräte. Gut. Gut. Ja, was lege ich jetzt raus? Wisst ihr was? Ich lege jetzt die 2 blauen Streifen raus. Das sind nämlich nur 2 Karten, aber die bringen dann gleich mal ein bisschen Kampfkraft, die er erstmal überbieten muss. Das ist nämlich gar nicht so schlecht, gleich mal 16 raushauen. Und dann schauen wir mal. Das dauert jetzt nämlich für den bestimmt ein bisschen, bis er das überhaupt toppen kann. Und was mache ich jetzt? Passe ich jetzt und heb mir das auf für die zukünftigen? Aber er braucht wahrscheinlich nur noch eine Karte, dann hat das schon überboten. Oder spiele ich jetzt schon die hier, weil ich weiß, ich hebe mir meine Belagerungsgeräte auf für die zukünftigen Runden. Er dann auch, aber er hat sein Katapult verschwendet quasi. Dann mache ich das jetzt. Sein Tribok, nicht sein Katapult. Da wird er jetzt blöd schauen. Ah, er spielt einfach gutes Wetter. Well played, Sir. Naja, dann spiele ich jetzt noch irgendwie hier einen Bogenschützen dazu. Ich habe noch genug dann, trotzdem. Gerade diese Standardkampfeinheiten habe ich ja ein paar davon. Okay, ein Ballisto-Spiel da. Ah, gehe ich jetzt nochmal mit? Ich bin in der ersten Runde immer so versucht, alles rauszuhauen. Ich meine, die Belagerungsgeräte allein gewinnt ziemlich sicher eine Runde. Dann... Ich habe einen Plan. Ich spiele jetzt noch eine Karte, damit ich ihn noch ein bisschen zermürbe. Okay, und jetzt passe ich. Weil dann muss er noch eine Karte spielen, dann gewinnt er zwar, aber dann hat er in den letzten beiden Runden keine Chance mehr. In der zweiten Runde werde ich ihn vernichten und in der letzten Runde hat er wahrscheinlich nicht mal mehr Karten. Da spiele ich dann im Fünfer. Also, passen! So, er hat jetzt nämlich nur noch 3 Karten und ich bezweifle, dass das besonders tolle Heldenkarten sind. Jetzt gehe ich mal voll aufs Ganze. Ah ja, stimmt, er hat jetzt noch eine bekommen. Okay, er hat 4 Karten. Oh, eine Sanitäter-Einheit. Ah, und er legt mir den Spion rüber. Das ist nicht schlecht. Ein guter Zug von ihm. Okay, ich bleibe jetzt trotzdem bei meiner ursprünglichen Taktik. Aber wow, das war jetzt ein bisschen krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, Katapult. Okay, dem hat er erstmal noch nicht so viel entgegenzusetzen. Dann holen wir den Kerl. Ja, den Frost kann er ruhig spielen. Der stört mich jetzt gerade nicht unbedingt. Dann holen wir uns den Tribok noch aufs Feld. Naja, der interessiert mich schon eher, aber dafür habe ich hier eine gute Wetterkarte auf der Hand. Aber jetzt spiele ich trotzdem erstmal unser Horn bei den Belagerungsmaschinen,
weil dann dürfte er trotzdem schon mal nochmal überboten sein. Ah, er spielt mir noch einen Spion rüber. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Er holt sich schon noch Karten für die letzte Runde. Der ist nicht doof. Ja, jetzt ist die Frage, wie ich jetzt drauf reagiere. Spiele ich jetzt den Sonnenschein? Ja, das mache ich jetzt. Wahrscheinlich ist er dann frustriert und passt sofort, weil er... Nee, das kann er nicht mehr toppen, das weiß er. Ja, genau. Dann wird es jetzt doch noch eine gefährliche letzte Runde. Ich habe mich echt auf den einen Fünfer hier verlassen. Ich kriege noch eine Karte dazu. Ist jetzt auch eine Glückssache. Mal schauen. Ah, oh, worst case. Also wirklich, das ist die blödste Karte, die ich kriegen kann. Weil ich damit meinen letzten eigenen Nahkämpfer schwächen würde. Ja, blöd, ja. Hilft nichts. Ich kann nur hoffen, dass er schlechtere Karten hat als ich. Jetzt lege ich gleich mal Nebel. Okay, ein Nahkämpfer mit 2. Den kann ich überbieten. Aber jetzt braucht er nur noch eine 4er Einheit und er hat gewonnen. Oh, ah, sehr gut. Da rettet mich der Nebel nochmal. Ja gut, ich muss jetzt passen. Mal schauen, was er noch als letzte Karte auf der Hand hat. Oh, spannend. Eine 1er Katapultverstärkungseinheit. Perfekt. Ich habe gewonnen, aber knapp. Der mit seinen Spionen auf einmal nochmal hat mich ganz schön aus dem Konzept gebracht. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Na gut. Dann haben wir das. So, Plötze. Ah, Plötze, übrigens. Ich habe dir neue Satteltaschen gekauft. Die sollten wir gleich mal testen. Inventar. Nee, wartet. Doch, stimmt schon. Da drüben Satteltaschen. Mist, es funktioniert nicht so. Das wäre so komfortabel. Schade, dass das nicht geht. Dass man nicht bei der Ausrüstung irgendwas anklickt und dann kriegt man alle Optionen, die man hat, angezeigt. So, Satteltaschen. Das heißt, wir können mehr tragen. Sehr schön. 90 statt 60. Das gefällt mir. Gut, dann los geht's. Dann verschwinden wir hier. Entschuldigung, Hühnchen. Oh oh. Nicht, dass es ist wie in Zelda und einem greifen dann auf einmal alle Hühnchen an und töten ein, wenn man zu viele anreitet. Ah, da ist ein Ausrufezeichen. Mal schauen, was das für einer ist. Hallo. Halt, zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Das ist keine gute Idee. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich habe sie doch noch nie gesehen. Aha, diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Die Jungfer Heidelbeer. Ich hätte ja ihm zuliebe einfach gesagt, er soll, der Jungfer Heidelbeer, wir regeln das als, wir werten das als unentschieden und er kann sagen, er hat gewonnen. So, jetzt reite ich mal hier entlang zu unserer Nebenquest, beziehungsweise das Fragezeichen, das ich auf der Karte markiert habe. Da müssen wir einmal um die Burg des Roten Ballons rumreiten und dann
kommen wir zu unserem Jäger, dem wir helfen sollen. Genau, wir müssen da lang. Es dürfte uns dann, der Weg dürfte uns eh so ziemlich genau zu dem Fragezeichen hinführen. Schön, schön nach so viel Gwind-Spielen jetzt auch mal wieder so ein bisschen durch die Gegend zu reiten. Ah, hier haben wir ein Monsternest, alles klar. Dann steige ich doch mal ab. Uhle. Für Ghule nehme ich mal schnell Igni. Au. Ah, es sind ganz schön viele Ghule hier. Ich glaube, ich esse mal ein Stückchen Brot, während ich herumschnetzel. So, das ist gut. Jawohl, drei auf einmal. Ah, ich habe aber nur zwei erwischt. Schade. Okay, einer weniger. Ghule sind zum Glück wirklich keine problematischen Gegner. Die machen auch so wenig Schaden, da kann man echt ein bisschen drauf einschlagen. Au! So, einen haben wir noch. Da komm her. Au! Die immer mit ihrem Sprungangriff. Ich sollte mal ein paar Mal... Ich sollte mir Blocken anfangen. Ja, genau, weil es ist schon sinnvoll, dass man Gegner erstmal gegen das Schild schlagen lässt, in dem Fall gegen das verteidigende Schwert. So, ich esse schnell ein bisschen Brot und loot mal die ganzen Ghule hier. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Gewicht. Ich muss es zerstören. Genau, das Ghulnest wird zerstört. Okay, und wir looten aus dem Ghulnest ein paar Ghul-Gegenstände und einen goldenen Ring. Ach ja, Ghule sind schon irgendwie widerlich. Also so designt. Vom Design her sind sowieso alle Kreaturen irgendwie echt eklig in der Welt. Das ist schon ganz gut gemacht. Okay, Plätzchen. Ich nehme mal hier noch die Hundspetersilie mit. Ach, das ist gar keine Hundspetersilie. Sondern, na, ich werde sie nie pflücken können. Weiße Myrte. Na gut, aber das ist Hundspetersilie, oder? Ja. Wusste ich's doch. Nicht, dass ich die brauche, aber es freut mich, dass ich sie erkannt habe. So, jetzt weiter zum Jägersmann. Dann müssen wir jetzt eh erstmal einfach der Straße ein bisschen folgen. Und dann da vorne abbiegen. Und dann reiten wir eh, glaube ich, ziemlich geradeaus drauf zu schon. Ich halte immer beim Reiten jetzt ein bisschen die Minimap im Auge. Wegen so, Naja, ich wollte schon sagen Zufallsbegegnungen, aber das stimmt nicht. Aber es gibt ja so Mini-Quests auf der Karte, die man nicht unbedingt über, na, wie sagt man, über so Anschlagbretter findet. Und die werden ja immer nur auf der Minimap als ein Aufrufezeichen angezeigt. Deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. So, halt, stopp, ich reite hier ganz falsch. Wir müssen da lang. Ach komm, der blöde Zaun hier. Los geht's. Jetzt sprechen wir mit dem Jäger namens Nillen. Oder Nielen. Ich weiß es nicht. Oh, wo reite ich denn hin? Punkt. Oha, wo ist denn los? Ach so, da ist Wasser. Da ist ein Fluss. Muss ich hier über die Brücke reiten? Ach so, nee. Wir sind hier im Dorf. Da muss ich hin. Ausgezeichnet. So, ich steige hier mal schnell ab. Der soll belohnt werden. Und red mal schnell hier mit dem Kaufmann, wenn wir schon hier sind. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ich will etwas verkaufen und mich umsehen. Mal, was du anzubieten hast. Aber vor allem will ich ihm, und zwar wirklich, den Sattel von, den alten Sattel von Plötze verkaufen. Weil den brauche ich nun wirklich nicht. Was bist denn du für ein Händler? Der macht hier einen Handelsstand auf und was er im Angebot hat, sind 4 Fackeln und 3 Essenzen. Wow. Und das hier. Das kaufe ich. Aber ansonsten... Ach, guck mal, willst du mir vielleicht einen Goldring abkaufen? Wie viel ist denn der wert? Nur gar nicht so viel, aber komm. Wir haben hier noch ein bisschen Gerümpel, das du alles gerne haben kannst. Will er die nicht? Nee, die ist zu viel wert. Wow. Wow, Pferdehaut ist echt viel wert. Mehr als so ein Goldring. Cool. So,
Ah ja, perfekt. Dann ist der Händler ausgeräumt. Und wir sind reich. Und jetzt spielen wir nochmal Gwent gegen den. Ich will Karten spielen. Ein Kartenspielchen in Ehren kann niemand verwehren. So, los geht's. Ah, ein Nilfgaarde. Schön mal wieder gegen jemanden zu spielen, der nicht die nördlichen Königreiche spielt. Moment mal. Fast nur Wetterkarten und keine Einheiten. Das ist ja mal super. Also erstmal ein Sonnenschein weg und dann kriege ich stattdessen Frost. Na toll. Das sind ja mal echt keine guten Karten. Naja, mal schauen. Ich hoffe, er hat auch keine guten. Was mache ich denn jetzt? Was spiele ich denn jetzt? Alles doof irgendwie. Ich spiele jetzt, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach... Egal. Ich spiele jetzt hier den Tribok. Ah, der spielt meinen Spion. Das mag ich gerne. Den reiße ich mir nämlich unter den Nagel. Den kann er sich nämlich gerne behalten. So, erst ist er nochmal dran. Oh, noch ein Spion. Und zwar einer mit 7 Stärke. Den nehme ich gerne, weil 7 Stärke ist echt nicht schlecht. Den kriegst du zurück. Mal schauen, was wir davon kriegen. Ah, cool. Noch einen Spion. Na, dann kann sich doch alles nochmal verändern. So, dann spiele ich jetzt den auch noch. Haha, ich kriege echt keine guten Karten. Das ist echt schlimm. So, 16. Naja, dann spiele ich jetzt noch schnell einen... vielleicht spiele ich auch eine Wetterkarte. Ich habe 2x Nebel. Fernangriffe. Nee, reicht in dem Fall leider nicht. Schade. Macht alles keinen Sinn, egal was ich machen will. Wartet mal, wenn ich einen Anti-Nahkampf-Karte spiele, dann hat... Da verliert er quasi 7 Stärke. Ich verliere 6, ist auch nicht genug. Nee, dann, was soll's. Spiele ich einfach noch Soltern hier aus. Machen wir kurz einen Prozess. Und dann ist die erste Runde mal im Sack. Aber jeder von uns hat 10 Karten und meine Karten sind echt schlecht. Das heißt, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er jetzt in der zweiten Runde... Oh, jetzt geben die mir noch eine Wetterkarte. Wollen die mich hier echt verarschen? Ich habe jetzt fast jede Wetterkarte, die ich im Deck habe, in der Hand. Naja, dann spiele ich jetzt einfach gleich mal Nebel. Weil ich habe jetzt nicht vor, die zweite Runde zu gewinnen. Meine Taktik wäre jetzt eher, ihm so viel Karten wie möglich aus seinem Deck zu locken. Deswegen spiele ich jetzt einfach mal ein paar Wetterkarten. Und wenn wir schon dabei sind, spiele ich Frost auch noch. Aber er spielt lauter so schwache Karten jetzt. Das ist echt ärgerlich. Ich spiele jetzt mal die Karte, weil die brauche ich auch nicht mehr. Und die verliert nicht mal Stärke. Hat der nur so schwache Karten oder macht er das jetzt absichtlich? Ich hebe mir jetzt nämlich die 3 Fünfer für die letzte Runde auf. Ich hätte halt gehofft, dass er noch irgendwas Großes jetzt raushaut. Aber guckt euch das an, lauter so kleine Luscheneinheiten. Ach, meine Karten sind echt so schlecht. Echt blöd. Na gut, ich passe jetzt. Die Runde gehört ihm. Naja, was soll's. Ich kriege ja noch eine Karte. Vielleicht ist die ein Game Changer. Mal gucken. Moment, ich habe keine Karte bekommen. Habe ich die schon in der zweiten Runde bekommen? Das kann schon sein. Okay. Er spielt einen Nahkämpfer. Ich spiele einen Fernkämpfer. Das wird jetzt wirklich reine Kartengewalt. Ich habe mir ja auch... Ich war ein bisschen doof von mir. Ich hätte mir Frost aufheben können. Das habe ich befürchtet, dass er das macht. Deswegen habe ich mir Sonne aufgehoben. Die wird jetzt gespielt. Ach, ich habe schon wieder meine Anführerfähigkeit vergessen. Naja, blöd von mir. Aber hätte mir, glaube ich, in dem Fall kaum was gebracht. Weil in der ersten Runde hatte ich sowieso die Übermacht. Na, ich habe mir eine Karte Zoltan. Hätte ich mir sparen können, wenn ich nachgedacht hätte.
Tja, doof von mir. Immer das Gleiche. Aber ich mache jetzt, ja, keine Ahnung. Egal, dann spiele ich eben noch eine Angreifskarte. Angriffskarte. Er hat noch eine Karte, die könnte jetzt... Ah, er hat keine Karte mehr in Wirklichkeit. Cool, dann haben wir gewonnen. Aber knapp schon wieder. Echt knapp. Cool. Bin gespannt, was wir kriegen. Abgesehen von 20 Kronen. Ein Belagerungsturm. Okay, cool. Aber guckt, jetzt habe ich eine Nilfgaarden-Karte von dem bekommen und er hat Nilfgaarden-Set gespielt. Also ich glaube fast, man kriegt wirklich immer von der Fraktion, die Leute spielen, eine Karte. Kommt mir zumindest so vor. Plötzlich machst du das jetzt mit Absicht hier. Aber eigentlich brauche ich den Händler eh nicht mehr. Ich bin fertig. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Jägerquest direkt vor unserer Nase abschließen. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.